Und weiter geht es. 4 Aufgaben. Da bin ich ja gespannt, wie viel dann die Finalfolge haben wird, nachdem die zweite ja plötzlich 5 hatte. Aber jetzt befragen wir einen wahren Experten, eine richtige Koryphäe, weil es einfach Spaß macht, so zu hören. Professor Binz. Hallo, oh, er schläft. Professor? Ich habe einen Anhänger, der vermutlich eine Person, die mir sehr viel bedeutet, in einen verwunschenen Schlaf versetzt hat. Oh, dazu beim Valentinstags-Date. Ich muss unbedingt möglichst viel über den Anhänger erfahren, damit ich den Fluch brechen und mein Valentinstags-Date aufwecken kann. Professor Binz? Oh, Mr. Bailey. Ich hatte sie nicht bemerkt. Professor, könnten Sie sich diesen Anhänger ansehen und mir sagen, was Sie davon halten? Er ist mit einem mächtigen Fluch belegt. Ich muss möglichst viel über diesen Anhänger herausfinden. Ich hatte Bill Weasley gerade gesagt, dass sein wichtigstes Merkmal vermutlich die seltsame Gravierung ist. Ja, ich verstehe. Ja, faszinierend. Gut erkannt, Mr. Bailey. Ihr Instinkt für Geschichte ist sehr eindrucksvoll. Dieses Symbol ist genau das, was wir brauchen, um die Herkunft des Anhängers zu bestimmen. Mr. Bailey, kennen Sie das Konzept eines sogenannten Meisterzeichens? Nein, können Sie mir erklären, was ein Meisterzeichen ist? Selbstverständlich, Mr. Bailey. Im Lauf der Geschichte haben begabte Handwerker ihre besten Schöpfungen oft mit einem einzigartigen Symbol markiert. Es ist eine Art von Signatur, die jedoch auch verwendet werden kann, um die Zeit und den Ort der Herstellung einzelner Stücke zu bestimmen. Ich bin davon überzeugt, dass das Symbol auf der Unterseite dieses Anhängers ein solches Meisterzeichen ist. Wenn wir also das Meisterzeichen identifizieren, dann wissen wir, wer den Anhänger hergestellt hat. Richtig. Mit etwas Glück finden wir sogar heraus, wann und wo er gefertigt wurde. Ich habe einige Bücher, die uns helfen könnten. Die Suche wird etwas mühsam, aber gemeinsam schaffen wir es bestimmt. Okay, dann legen wir mal los. Ja, das Meisterzeichen könnte der Schlüssel dazu sein, diesen Fluch zu brechen. Die Antwort ist irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Das Meisterzeichen auf dem Anhänger könnte das Mal des Merlin sein. Professor Binz hat ein Schläfchen gehalten, als ich angekommen bin. Immerhin war sein Schlaf nicht verflucht. Aus diesen Büchern können wir viel
über magische Antiquitäten lernen. Ich frage mich, wie alt dieser Anhänger wirklich ist. Keine Sorge. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wissen ist Macht. Das Symbol auf Ihrem Anhänger sieht dem Symbol des Merlin zum Verwechseln ähnlich. Ich vermute, dass Ihr Anhänger eine sehr außergewöhnliche Geschichte zu erzählen hat. Dieses Buch enthält das Mal des Merlin und es sieht exakt wie das Symbol auf dem Anhänger aus. Die Antwort ist irgendwo, wir müssen sie nur finden. Das Meisterzeichen auf dem Anhänger könnte das Mal des Merlin sein. Auf den Energiepunkt, genau. Das Meisterzeichen auf dem Bienenanhänger sieht aus wie das Mal des Merlin. Allerdings, Mr. Bailey, die Ähnlichkeit ist unbestreitbar. Angeblich hat Merlin seine Besitztümer mit diesem Symbol markiert. Bedeutet das, dass der Bienenanhänger vielleicht Merlin höchstpersönlich gehört hat? Möglicherweise. Es kann auch bedeuten, dass Merlin den Anhänger hergestellt und dann weitergegeben hat. Wie auch immer. Wenn es wirklich das Mal des Merlin ist, dann könnte dieser Anhänger mehr als 1000 Jahre alt sein. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Sie müssen den legendären Zauberer selbst fragen. Aber damit meine ich natürlich das Porträt von Merlin. Oh ja, natürlich, Merlins Porträt. Merlin weiß vielleicht, wie ich den Fluch des Anhängers brechen und Barnaby aus seinem endlosen Schlaf wecken kann. Danke, Professor Binns. Ich werde mit Merlins Porträt sprechen, damit ich meinen Valentinstagsdate retten kann. So, jeder Jahreszeit erleben die Schüler wirklich die merkwürdigsten Abenteuer. Ja. Höret, ich rufe euch herbei. Lasst uns nicht warten. Unsere Zeit ist kostbar. Aber das ist Sir Cadogan, nicht Merlin. Okay, Sir Cadogan. Ist Merlin zufällig zugegen? Geh mal die Treppe hier hoch. Keiner da? Merlin ist nicht sein Porträt, wo könnte er nur sein? Merlin ist in einer wichtigen Angelegenheit unterwegs. Sir Cadogan. Ich bin es in der Tat. Sir Cadogan, Ritter der Tafelrunde, Bezwinger des Lindwurms von Wire, zu Diensten. Und Sie sind der Auserwählte, der meine Ritterprüfungen absolviert hat. Ich grüße Sie.
Ich muss mit Merlins Porträt sprechen. Ich habe einen verfluchten Gegenstand, der das Mal des Merlin trägt. Das Mal des Merlin? Auf einen verfluchten Gegenstand? Das bezweifle ich stark. Lassen Sie es mich sehen. Mein Valentinstagsdate hat diesen Anhänger getragen und ist in einen verwunschenen Schlaf gefallen. Ich muss den Fluch irgendwie brechen. Ich verstehe, Sie sind also auf einer Mission, um das Ziel Ihrer romantischen Zuneigung zu retten. So kann man es wohl auch ausdrücken. Können Sie mir helfen? Möglicherweise aber nur, wenn Sie sich als würdig erweisen. Ich fordere Sie hiermit zu einer Prüfung der Liebe heraus. Ich habe doch schon sämtliche Ritterprüfungen bestanden. Habe ich damit nicht bewiesen, dass ich würdig bin? Eines Ritters würdig, das mag sein. Aber das ist eine ganz andere Angelegenheit. Wenn ich Ihnen helfen soll, Ihre große Liebe zu retten, müssen Sie mir Ihre Hingabe beweisen. Erzählen Sie mir, was hat Sie dazu angespornt, diese Person als Ihr Valentinstag-Date auszuwählen? War nur so eine spontane Entscheidung. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich verstehe, wie ein Blitz trifft uns die Liebe, wenn wir wenigstens mit ihr rechnen. Das ist typisch. Aber Liebe ist nur würdig, wenn sie eine Prüfung besteht. Was wärst du bereit zu tun, um dein geliebtes Valentinstagsdate zu retten? Ja, mein Patronus ist nicht so. Ich hatte schon lange keinen Patronus mehr, deswegen würde ich die Dementoren vielleicht erstmal außen vor lassen. Oder mit dem ungarischen Hornschwanz fangen spielen. Ja, gut, aber am einfachsten ist natürlich eine Vorführung Zaubertränke. Ja gut, also eine Vorführung in Zaubertränke ist jetzt nicht so schwer. Horridoho, eine qualvolle Prüfung in der Tat. Ein Fehler an Professor Snape würde Ihnen das Leben zur Hölle machen. Das wäre in der Tat eine würdige Prüfung für einen liebeskranken Ritter. Ihr Valentinstagsdate muss eine eindrucksvolle Person sein, wenn Sie zu solch Heldentaten bereit sind. Beschreiben Sie mir, was an Ihrem Valentinstagsdate so besonders ist. Erst dann werde ich Ihnen mehr über den Anhänger verraten. Ouch. Merlin ist unterwegs und kümmert sich um seine eigenen geheimnisvollen Angelegenheiten. Es gibt wahrlich kaum etwas so Spannendes und Anspruchsvolles wie das Streben nach Romantik. Ich frage mich, was Merlins Porträt jetzt gerade macht. Wenn Sie sich als würdig erweisen, werde ich Ihnen helfen, Ihr geliebtes Valentinstag-Date zu retten. Zögern Sie nicht, mir poetisch zu antworten. Nur wer sich den Prüfungen der Liebe stellt, verdient den vollen Genuss der Romantik. Ich muss meine Worte sorgfältig wählen, um Sir Kerrigan zu überzeugen. Alle magischen Geschöpfe lieben Barnaby. Hoffentlich kann mir Sir Kerrigan nach all den Umständen wirklich helfen. Barnaby ist ein liebenswerter Tollpatsch. Er ist stark und er hat ein großes Herz. Gut gesagt. Ich bin überzeugt, dass Ihre Gefühle aufrichtig sind. Sie sind meiner Hilfe würdig. Können Sie mir mehr über das Mal des Merlin auf dem Bienenanhänger erzählen? Wurde er wirklich von Merlin hergestellt? Das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Das Mal des Merlin auf Ihrem Anhänger ist eine Fälschung. Das Meisterzeichen ist gefälscht? In der Tat, das ist nicht einmal Merlins Handschrift. Ja, mit Fälschung haben wir doch in der Hauptstory zu tun. Der Anhänger an sich muss mindestens 1000 Jahre alt sein. Das ist ein höchst außergewöhnlicher Schatz. Solche Stücke waren zu meiner Zeit groß in Mode. So eine wunderschöne Ausführung habe ich noch nie gesehen. Dieser Anhänger ist also wirklich 1000 Jahre alt, aber Sie können mir nicht verraten, wer ihn verflucht hat? Oder warum? Leider nicht. Ein Fluch auf einem so wunderschönen Gegenstand deutet auf einen boshaften Racheakt hin. Oder auf eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit? Ja, die Liebe hat eine einzigartige Macht, die man nicht unterschätzen darf. Wenn Herzensangelegenheiten in der Magie Einzug halten, ist das Ergebnis so mächtig und unvorhersehbar wie die Liebe selbst. Interessant, aber warum auch immer dieser Anhänger verflucht wurde, ich weiß immer noch nicht, wie ich den Fluch brechen kann. Deine Mission ist noch nicht abgeschlossen, aber hüte dich. Wenn die wahre Liebe wirklich der Grund für den Fluch ist, dann führt sie dich vielleicht auch zur Auflösung. Danke für Ihren Rat, Sir Kerrigan. Ich sollte zurück zu Bill gehen und ihm berichten, was ich erfahren habe. Vielleicht hat er mehr Erfolg auf der Suche nach einem Weg, den Fluch zu brechen und Barnaby aufzuwecken. Tschüss, Sir Kerrigan. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Treffen wir uns, damit ich dir zeigen kann, was ich gefunden habe. Ja, ich habe Merlin auf jeden Fall schon mal nicht gefunden. Das kann ich verraten. Also, einmal Gefundenes vergleichen. Ich bin wegen des Butterbärs hier, wenn ich um mir Geschwister über verfluchte Gegenstände anzuhören. Ein Glück, dass keine verfluchten Gegenstände in meinem Geschäft gelandet sind. Ich frage mich, ob irgendjemand den Unterschied erkannt hätte. ich wollte nicht raus. Nein, da war noch was. Was war denn da noch? Hey, du da.
Nein, nein, ich wollte nicht raus. Da war noch was, da wollte doch noch jemand reden. Wer war denn das? Ja, dann nehmen wir bitte hier. So, so, jetzt vielleicht. Das ist dieser hübsche Fluchbecher schon wieder. Da scheint jemand auf Bill zu stehen. Hey, Bill. Was hast du über den Bienenanhänger herausgefunden, Cody? Das Symbol an der Unterseite sieht aus wie das Mal des Merlin. Hervorragend! Aber in Wirklichkeit ist es eine Fälschung. Jemand hat im Nachhinein ein gefälschtes Mal des Merlin angebracht. Seltsam. Allerdings kann ich bestätigen, dass der Anhänger mehr als 1000 Jahre alt ist. Er stammt aus dem Mittelalter. Faszinierend! Hogwarts wurde vor etwa 1000 Jahren gegründet. Das Schloss und die Schule müssen damals recht neu gewesen sein. Interessant. Aber leider hilft uns nichts davon weiter, wenn wir den Fluch des Anhängers brechen wollen. Barnaby liegt immer noch tief im Zauberschlaf und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Ganz im Gegenteil, Cody, du hast den Hinweis gefunden, der uns gefehlt hat. Ich erkläre es dir, sobald ich dir erzählt habe, was ich im Archiv von Gringotts gefunden habe. Ja gut, dann erzähl mal, Bill, was hast du denn gefunden? Nachdem sich das Meisterzeichen als Fälschung herausgestellt hat, brauchen wir eine neue Spur. Der Fluch des Anhängers wird vermutlich durch eine besondere Bedingung ausgelöst. Die bisherigen Beweise sind bruchstückhaft, aber wir setzen sie Stück für Stück zusammen. Da wir wissen, dass der Anhänger aus dem Mittelalter stammt, können wir seinen Hersteller ermitteln. Scheinbar verflucht der Anhänger nicht jeden, der ihn trägt. Ich bin mir sicher, dass der Anhänger von einem Kobold gefertigt wurde. Wir stehen kurz davor, den Schöpfer zu finden. Sir Kettigan ist davon überzeugt, dass dieser Anhänger aus dem Mittelalter stammt. Professor Binz hat mir gerne geholfen, aber zuerst muss ich ihn wecken. Ich muss zu Sir Kettigan meine Hingabe beweisen, bevor er mir geholfen hat. Nachdem sich das Meisterzeichen als Fälschung herausgestellt hat, brauchen wir eine neue Spur. Da wir wissen, dass der Anhänger aus dem Mittelalter stammt, können wir seinen Hersteller ermitteln. Leider konnte ich keinen Bericht darüber finden, dass jemand den Fluch des Anhängers gebrochen hat. Ich habe Aufzeichnungen über den Bienenanhänger gefunden, der einen Zauberschlaf auslöst. Du hast weitere Fälle gefunden, in denen Menschen in einem verwunschenen Schlaf gefallen sind, nachdem sie einen Bienenanhänger getragen haben. Allerdings, es war nicht einfach, aber ich habe ähnliche Berichte gefunden, die hunderte Jahre zurückreichen. Einzeln betrachtet sind die Geschichten zusammenhanglos, kein Wunder, dass noch niemand dahinter gekommen ist. Scheinbar kommt dieser Anhänger alle paar Jahrzehnte erneut in Umlauf und jemand fällt dem Fluch zum Opfer. Aber nicht jedes Mal. Genau, das ist wirklich verwirrend. Nicht jeder, der den Anhänger trägt, wird verflucht. Es muss irgendeinen besonderen Umstand geben, der den Fluch auslöst. Sir Kettigan hat erwähnt, dass der Fluch möglicherweise mit einem boshaften Racheakt oder einer Herzensangelegenheit zusammenhängt. Außerdem hat er mir erklärt, dass unvorhersehbare und mächtige Dinge geschehen können, wenn Liebe und Magie vermischt werden. Faszinierend! Glaubst du, dass der Fluch des Anhängers irgendwie mit Liebe oder Romantik zusammenhängt? Absolut. Ist ja immerhin die Valentinstags-Quest. Mein Valentinstags-Date wurde sofort nach dem Anlegen des Anhängers verflucht, und zwar noch während unseres Dates. Es muss einfach irgendwie mit Liebe und Romantik zusammenhängen. Ich verstehe, in diesem Fall haben wir es möglicherweise mit wahrlich mächtiger Magie zu tun. Der Fluch des Anhängers trifft nicht jeden, aber wenn er zuschlägt, scheint er sehr mächtig zu sein. Ich habe keinen einzigen Fall gefunden, in dem der Fluch gebrochen wurde. Dann werden wir die Ersten sein. Ich werde Barnaby niemals aufgeben. Keine Sorge, Cody, ich werde auch nicht aufgeben. Ich glaube, ich weiß sogar schon, was wir als nächstes tun können. Der Anhänger besteht unter anderem aus Koboldsilber. Das bedeutet, dass er vermutlich von einem Kobold geschmiedet wurde. Genau, und zwar von einem sehr fachkundigen Kobold. Wir konnten den Schöpfer nicht ermitteln, weil wir nicht wussten, wann der Anhänger geschmiedet wurde, aber inzwischen wissen wir es. Im Mittelalter! Und da gab es ja nur einen Kobold! Ja, da war meine Unterhaltung mit Sir Kettigan also doch hilfreich. Ja, in dieser Zeit gab es nur einen Kobold, der ein solches Meisterwerk anfertigen konnte. Komm mit, es ist an der Zeit für einen Ausflug nach Godric's. Hallo, ich erkläre dir den Rest auf dem Weg. Ja. Da besuchen wir dann, hier, wie hieß er denn? Nicht Ranrock, sondern... was? Hä? Wieso geht's nicht weiter? Ah, achso, verdienen Sphinx. Ja, danke. Ja, okay. Komm schnell ins Godric's Hollow, damit wir mit König Ragnarok sprechen könnten. Ah, Ranrock, Ragnarok. Knapp vorbei. Kann man mal verwechseln. Hallo, Ragnarok. Ragnarok? Nee, wie ist er denn? Ragnarok? Ja. Wir sind am Ziel angekommen, Cody. Der Friedhof von Godric's Hollow. Da drüben wirst du mal wohnen, wenn du mit der Schule fertig bist. Ja, ich kann mir jetzt mal die Wohnung anschauen. Ragnarok, komm raus. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier hat einmal eine Versammlung außergewöhnlicher Persönlichkeiten stattgefunden. Klingt interessant, das hätte ich gerne selbst miterlebt. Als du mir erzählt hast, dass der Anhänger 1000 Jahre alt ist, wusste ich sofort, dass er nur von einem Handwerker stammen kann. König Ragnarok, der Erste.
Natürlich, König Kraknox Geist spuckt immer noch in seinem Körbchen, Godric Solo. Ich habe gehört, dass er ziemlich grisskämmig ist. Er hat Myrula mit einem üblen Fluch belegt, als sie auf der Suche nach dem Schwert von Gryffindor hergekommen ist. Das überrascht mich nicht. Schließlich hat König Kraknox dieses Schwert geschmiedet. Er ist einer der berühmtesten Koboldschmiede aller Zeiten und ich wette, dass der Bienenanhänger von ihm stammt. Wenn der Bienenanhänger von ihm stammt, dann weiß er vielleicht, wie wir den Fluch des Anhängers brechen können. Ich sehe Kraknox Geist aber nirgendwo. Er ist ein König. Vielleicht erwartet er eine königliche Begrüßung. Ruf irgendetwas und lass es möglichst königlich klingen. Ja, gut. Oh, großer König Kraknox, der erste seines Namens. Zwei demütige Zauberer bitten um eine Audienz. Ach, das ist er. In wessen Namen seid ihr hier, um die Ruhe des großen König Kraknox zu stören? Immer noch die Valentinstagsquest. Wir kommen im Namen der Liebe. Im Ernst, Cody? Ja, wir sind in der Valentinstagsquest. Ja. Der Name der Liebe darf nicht leichtfertig angerufen werden, sonst sucht dich ihr scharfer Stachelheim. Wir möchten über eine ihrer Schöpfungen sprechen, einen Anhänger in Form einer Biene. Zeig mir diesen Anhänger. Dieser Anhänger hat mein Valentinstags-Date verflucht und in einen Zauberschlaf verlassen. Ich weiß nicht so gut, wovon du sprichst. Dieser Anhänger ist in der Tat mein Werk, aber der Fluch stammt nicht von mir. Wenn es dir hilft, die Sache ins Lot zu bringen, werde ich dir die Geschichte des Anhängers und seines Fluchs erzählen. Ja, bitte. Die Geschichte des Anhängers enthält vielleicht den Hinweis, den wir brauchen, um Barnaby aus seinem verzauberten Schlummer aufzuwecken. Erzähl mal. Erzähl nicht so lange. Die Familie der adligen Hexe hielt nichts von ihrem Liebhaber aus bescheidenen Verhältnissen. In dieser Geschichte hat die Familie einer adligen Hexe ein Komplett geschmiedet, um ihren Liebhaber loszuwerden. Diese Geschichte trug sich vor 1000 Jahren, so damals war ich der König der Kobolde. Hoffentlich hilft uns König Kraknox Geschichte, den Fluch des Anhängers zu brechen. Je mehr wir über den Fluch des Anhängers herausfinden, desto eher können wir ihn brechen. Hoffentlich hilft uns König Kraknox Geschichte, den Fluch des Anhängers zu brechen. Je mehr wir über den Fluch des Anhängers herausfinden, desto eher können wir ihn brechen. Hoffentlich hilft uns König Kraknox Geschichte, den Fluch des Anhängers zu brechen. Eine Hexe und ein Imkerjunge verliebten sich ineinander und wollten gemeinsam davonlaufen. Alles begann, als sich eine adlige Hexe und der Sohn eines bescheidenen Imkers ineinander verliebten. In dieser Geschichte hat die Familie einer adligen Hexe ein Komplett geschmiedet, um ihren Liebhaber loszuwerden. Diese Geschichte trug sie vor 1000 Jahren zu. Damals war ich der König der Kobolde. Ich habe den Anhänger hergestellt, aber nicht verflucht. Das haben die Eltern der Hexe selbst erledigt. Die Eltern der Hexen haben mir für die Herstellung des Bienenanhängers ein hübsches Sümmchen bezahlt. Mir wurde dir gesagt, der Bienenanhänger sei ein Hochzeitsgeschenk, aber in Wirklichkeit war es eine Falle. Ich habe den Anhänger hergestellt, aber nicht verflucht. Das haben die Eltern der Hexe selbst erledigt. Die Eltern der Hexe haben mir für die Herstellung des Bienenanhängers ein hübsches Sümmchen bezahlt. Als die adlige Hexe den Anhänger ihrer Geliebten schenkte, fiel der Imkerjunge in einen verfluchten Schlaf und ist nie wieder aufgewacht. Die Eltern der Hexe haben sie mit einem Deck dazu gebracht, ihren Geliebten mit dem Bienenanhänger zu verfluchen. Das erklärt vieles von dem, was wir über den Anhänger erfahren haben. Du hattest recht damit, dass das Mal des Merlin ein wichtiges Detail ist, Cody. Es hat uns zum Schöpfer des Anhängers geführt und jetzt wissen wir auch, warum die Eltern es angebracht haben. Es hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Niemand würde vermuten, dass ein Anhänger, der das Mal des Merlin trägt, verflucht ist. All das, um ihre wahren Absichten zu verbergen. Ich hatte gehofft, er wäre im Laufe der Zeit verloren gegangen, aber offenbar ist der Fluch des Anhängers stärker als je zuvor. Und jetzt hat Barnaby dasselbe Schicksal erlitten. Ich hatte mir von der Geschichte des Anhängers einen Hinweis darauf erhofft, wie wir den Fluch brechen können, aber wir wissen immer noch nicht mehr. Leider wurde der Anhänger ohne mein Wissen verflucht. Ich weiß nicht, wie ihr den Fluch brechen könnt. Ja, wie soll ich denn dann Barnaby retten? Das weiß ich nicht. Scheinbar hat der Anhänger immer noch nicht all seine Geheimnisse preisgegeben. Geheimnisse preisgegeben? Wenn es einen Weg gibt, um den Fluch zu brechen, dann kennen ihn nur die Eltern der adligen Hexe. Ich werde nach London zurückkehren und versuchen, mehr über die Familie aus der Geschichte herauszufinden. Okay, ich gehe zurück nach Hogwarts und erzähle meinen Freunden, was wir erfahren haben. Wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken, fällt uns vielleicht ein, wie wir Barnaby retten können, bevor es zu spät ist. Teil 3 abgeschlossen. Teil 4. Es liegt an dir und deinen Freunden, den Fluch des Bienenanhängers zu brechen und den Valentinstag zu retten. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Und ich darf nicht mal Tee trinken.
Schnell, treffen wir uns. Deine Freunde wollen dir helfen. Ja, in der nächsten Folge erst. Ich darf ja nicht mal Tee trinken, weil die letzte Folge bei mir noch nicht so lange her ist. Ist schon wieder vier Aufgaben. Hey, hey. Ja, meinetwegen. Ich habe hier noch 3 Tage Zeit und vor allem Liebe heilt alles. Ich sage jetzt mal, Arrivederci, our friend. Out.